So, willkommen zurück. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Ich glaube, ich muss hier noch gar nicht hinein. Können es aber noch einmal probieren. Einen Moment bitte. Einisa wollte ich jetzt nicht mit aufnehmen. So, wenn ich mich kon gut konzentriere, sollte das doch alles kein Problem sein. Sehr gut. Oh, hier kommen ja ganze Mengen Gegner. Immer schön zurück, dass man nicht einbricht. Geil, bis jetzt klappt es ja ganz gut. Oh, hier ist ja auch nicht was los. Na, nein, 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 nein. Oh, jetzt muss ich rüberspringen, das ist nicht gut. Oder ich gehe nochmal zurück. So. Konzentrieren. Nein! Oh, alle tot, das ist gut. Seltsamer Stein. Was ist hier oben? Eine Kiste. Du hast 100 Rubine gefunden. Super, ja, jetzt haben wir 999. Wunderbar. Wie kriege ich den dann weg hier? Einen Moment. So, Also ich glaube, ich kann hier noch gar nicht lang. Kann ich man ihn einfach umrennen? Ah, da fehlt mir wahrscheinlich irgendein Item noch. Also muss ich doch nochmal herkommen. Wieder Zeit verschwendet. Ich lasse mich irgendwie zu leicht ablenken. Ich hatte immer irgendwas vor. Aber naja. Ich glaube, nach dem nächsten Level, ich habe mich ja wie gesagt mal eingelesen, werden wir dann hier nochmal herkommen müssen. Schade. Ich hätte jetzt gerne was gehabt hier. Jetzt muss ich... Was ist das hier eigentlich nochmal gewesen? Ach, das war die Familie, genau. Oh, mal alles schön zerstören hier. Nein, wir wollen... ich muss jetzt was zum Tauschen finden. Das habe ich auch gelesen. Und zwar... Muss ich dafür, glaube ich, zum Spiel... Du fragst mich, seit wann wir auf dieser Insel leben? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ein Trottel. So. Wunderkran. Ein Spiel, 10 Rubine. Zock. Mit dem A und B Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing. Gehe vor die Knöpfe. Viel Erfolg. So. Und zwar in der Mitte, diese Puppe. Also B nach rechts. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige. Und dann will ich mir diese Puppe holen. So, mal schauen, ob das klappt. Juhu. So, jetzt gibt mir Yoshi-Puppe hier. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich. Du liebst Yoshi. Ja, ich brauche ich wohl, um zu tauschen. Ich wäre nie darauf gekommen, ehrlich gesagt. Und hier habe ich auch einen Trick gelesen. Ich will mal gucken, ob das klappt. Nee, ganz genau hat es nicht geklappt. Naja, das probieren wir gleich nochmal. Aber es war knapp. Timing ist hier wichtig. Los, nochmal. Ja. Mm-mm,
will nämlich diese Zauberpulver haben. Nee, wieder nicht. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, sorry, das war kurz. Müssen mal gucken, was die Uhr sagt. Einmal probier's noch. Nicht. Pech gehabt. So. Mal schauen. Wieder nicht. Ach, jetzt habe ich auch keine Lust mehr hier. Und tschüss. So, und zwar habe ich jetzt die Yoshi-Poppe bekommen. Und mit der gehe ich jetzt zu der eben gerade gezeigten Familie. So. Hm. Oh, schenkst du meinem Kind den Yoshi bitte? Oh, wir lieben eigentlich Yoshi, aber natürlich machen wir das. Vielen Dank, das ist der liebe Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Du hast deinen Yoshi gegen eine Schleife eingetauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Was für ein Hinweis. Ich weiß auch schon wo. Denn ich erinnere mich daran, dass dieses kleine Hündchen bei Struppi, das in dem kleinen Garage da geparkt war, da drinnen. Hallo Struppi. Und die, das Vieh mochte doch schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes, ups, diese Schleife, oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Okay. Freude, hier ist deine Hundefutterdose. Ein Blödsinn. Du hast die Schleife gegen eine Dose Hundefutter getauscht. Und jetzt rennt es mit Schleife rum. Auch nicht schlecht. So, jetzt. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, der Bananenhändler. Ja, der Bananenhändler sammelt Dosenfutter, Hundefutterdosen oder sowas. Ja. Also geht's ab zum Bananenhändler, damit wir Bananen bekommen. Denn wir brauchen auch Bananen. Und. Ich hoffe, ich finde das gleich. Nee, das war ja der Wurmpalast hier. So. War das hier? Ich glaube ja. Das müsste er sein. Und jetzt können wir nämlich auch Bananen endlich holen. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist genau diese Dose. Fehlt in meiner Sammlung. Bitte, gib mir die Dose, Hundefutter. Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Oh, danke. Gib sie sofort her. Ja, mit Dose auch. Nom, nom. Die krüppt jetzt mal nicht. Das war gut. Es ist kein Fehler, aber da hast du ein paar Bananen. Wumms. Wir haben Bananen. Du hast die Dose Hundefutter gegen Bananen getauscht. Guter Deal, Baby. So, jetzt haben wir Bananen. Wir haben die Schaufel. Und brauchten wir noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas brauchten. Und bevor ich jetzt hier wieder euch zu lange langweile, gucke ich mal schnell nach. Oh. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Denn wir müssen jetzt... In einer Folge waren wir schon bei einem Richard. Da müssen wir jetzt auch wieder hin. Bedance. Na Jungs, alles schick.
Und zwar müssen wir jetzt hier rechts lang, glaube ich. So, wo müssen wir hin? Im Osten, Waschappe, genau, da wollte ich hin. So, dreimal nach rechts so gehen. Nach oben. Und nach rechts. Was ist das denn für ein Schatz? Und nach unten. War das jetzt richtig? Nö. Scheinbar nicht. Da ist eine Höhle. Da gucke ich mal hin. Was ist da drin? Auch wieder ein Schrein. Keine Ahnung. Lass mal gucken, ob wir weiterkommen hier irgendwo. Bin ich denn hier überhaupt richtig? Na, Freundchen. Wahrscheinlich bin ich wieder völlig falsch. Aber wir haben eine Karte. Wo war denn hier Richards Haus? Das war Level 3 Tempelsvilla. Da waren wir da schon? Ne, da müssen wir noch hin. Ah, gut zu wissen. Und war Barbara Richards Haus? Richards Villa, da unten. Kommen wir da überhaupt hin? Und rechts? Oder müssen wir da unten lang? Jetzt müssen wir also nach unten. Komm hier nicht lang. Und ich glaube, hier rechts kommen wir auch nicht lang, oder? Kommen wir hier lang? Eieiei. Wo sind wir jetzt? Oh, wir sind bei Richards Villa. Doch, dann haben wir doch gefunden. So, jetzt werde ich ihn nochmal fragen. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwang... Oh, ich habe mich schon wieder weggedacht. Hey. Was? Nochmal. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen, aber er möchte den Schlüssel zu Orangasteppe? Nee, zu Orangasteppe? Ich kann ihm helfen. Für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Jo. Gut, aber um ehrlich zu sein, es sind genau 5 Blätter und ich will alle. Er sollte sich eine Schaufel kaufen, habe ich. Mache er sich nun auf den Weg. Ja, mehr sagt er uns nicht. Und wir müssen... Wo müssen wir hin? 10 Minuten, ja. Wir müssen zum Schloss. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, ich finde das komische Schloss. Fünf Minuten oben und rechts. So, wo ist das Schloss? 50 Schritte. Habt ihr mitgezählt? So. Hier kommen wir nicht rein. Da ist ein Geheimgang, da kommen wir aber nicht rüber. So, da ist ein Äffchen, aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Ciao.